die Schauspielerin Adele Neuhauser. Also, das ist ein kleiner Fernsehapparat. Und der kleine Pinguin bringt den großen Pinguin um. Und den Rest der Sendung fragt mich, wie hat er das gemacht? Haben Sie das verstanden? Der ist sogar zum Fernsehen so deppert. Auf dass Euer Majestät nicht mehr so in der Kette stehen müssen wie diese beiden. Ah, auch charmant ist sie. Und dieses klassische Profil, das ist eine fesche Frau. Sachstein, Sie haben nicht so viel versprochen. Ganz meine Ansicht, Majestät. Das mag aber vielleicht auch daran liegen, dass Frau Neuhauser zur Hälfte Griechin ist. Ja. Zur Hälfte eine Griechin? Also, ja. Wie macht sie das zu Hause? Ja. Borgt sie sich selber ein Geld, verlangt sie es dann zurück und dann... Ich will aber einen Schuldenerlass haben. Du bist ein Nazi. Nein, du arbeitest zu wenig. Was machst du mit dem ganzen Geld? Woher hat sie das ganze Geld? Ja, das frage ich mich jetzt auch gerade, ja. Was machst du denn damit? Ja, vielleicht der einen Hälfte geben, nur der griechischen. Der griechischen? Vielleicht. Welche ist das, die griechische Hälfte? Mama oder Papa? Der Papa. Der Papa, schau. Mhm. Ja? Und die Mama ist eine Österreicherin. Mama ist eine Wienerin, ja. Schau, eine richtige Wienerin. Ja, richtig. Also woher? Tschechien, Kroatien, woher? Tschechien. Tschechien? Tschechien, Tschechien, ja. Donaumonarchie, ne? Ja, echter Wiener. Trinken wir was miteinander, wir zwei? Aber gern, Majestät. Darf ich dann? Befehl, Majestät, Wiedermeier. Wenn ich schon so fesche Gredel bei mir sitzen habe, sei verstanden. Was macht Sie denn so beruflich, Neuhauser? Ja, Euer Majestät, ich bin Schauspielerin. Und Schau? Ja. Na, kein Wunder, wenn man so fesche Gredel ist, ne? Naja. Ja. Was ist naja? Naja. Zweifelt Sie an unserem Urteil? Oh nein, Euer Majestät, niemals würde ich mir das erlauben. Richtig. Ja. Also, Schauspielerin, was spielt Sie da, Seifenstein? Majestät, Frau Neuhauser ist dem Publikum vor allem als Kriminalistin bekannt, so zum Beispiel als Bäuerin und Hobbydetektivin in der Serie Vier Frauen und ein Todesfall. Hofbildstelle, bitte! Marke, bitte, Juli, geh mir nicht du auch noch auf den Nerv, sonst hört sich der Spaß endgültig auf. Du, das Querweg aber geschwind, sonst zeige ich dir an, wegen Behinderung eines Amtsorgans. Wenn dein Amtsorgan behindert ist, dann du! Der Biedermeier zittert beim Einschenken so, als hätte er selber schon eine Flasche gesoffen. Hat sie auch so Probleme mit dem Personal? Ach, ich hab ja keins. Na, das ist ja ein größeres Problem, oder? Ich weiß nicht. Na, geben Sie ja das Glasl. Na, nicht das, das andere. Vielen Dank. Jetzt müssen wir den auch einschläfern lassen, früher oder später. Sehr gut. Sehr gut. Was spielt sie noch für Rollen? Dann spiele ich noch eine gewisse Bibi Fellner im Tatort. Schau, haben wir da auch was verstanden? Majestät, es handelt sich in diesem Fall um eine alkoholkranke Kommissarin. Winzerkönig, oder was? Das ist der andere, Majestät. Ach so. Nein, eine Kommissarin spielt sie da auch? Ja, ich darf eine Kommissarin spielen. Mhm. Immer auf der Verbrecherjagd. Ja. Gibt ja genug. Das ist richtig. Gut, die meisten verstecken sich im Parlament, ne? Was wissen wir noch über Sie, Seifenstein? Majestät, Frau Neuhauser hat im Wiener Rabenhoftheater Karl-Heinz Grasser gegeben. Hofbildstelle, bitte. Ich habe ein super sauber, reines Gewissen. Ich bin das Opfer einer schlechten Optik. Ich kann beschwören, dass alles korrekt war. Ich komme zu der ganzen Geschichte wie die Jungfrau zum Kind.
Wie ist das, als Frau einen Mann zu spielen, der gefangen ist im Körper einer einer Frisur? Sehr schön ausgedrückt, Euer Majestät. An sich ist es schön, einen Mann zu spielen. Ja, an sich? An sich. Hat das irgendwelche Spuren hinterlassen? Wenn man seine Rolle spielt, kriegt man da nicht etwas mit von der Rolle, die man da verkörpert? Ist sie zum Beispiel sofort nach Liechtenstein gefahren, hat eine Stiftung gegründet, ja, in die Schweiz und hat was veranlagt, hat sie sich von einer älteren Frau unterdrücken lassen oder sowas? Ich habe ihn leider nicht lang genug gespielt, ja. Ist nichts übrig. Ist nichts übrig. Das ist gut, sonst hätte man eine Blutwäsche angeordnet. Ne? Also, was sind die Pläne für die Zukunft? Weiter so. Ja? Ja, weiter so? Ja, ich hoffe. Also, dass das weiter so geht. Ja, toi, 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 sagt man bei euch, glaube ich. Ja, ja, so toi, ist es. Toi. Aber wir haben auch einen Auftrag. Ne? Dieser Grasser, was hat denn der alles angestellt angeblich, Seifenstein? Majestät, wo soll ich da anfangen? Herrn Grasser wird Verschiedenes zur Last gelegt. Buwok-Affäre, Terminal-Tower-Affäre, Hypo-Affäre, Bavak-Affäre, Novomatic-Affäre. Aus, Seifenstein. Das ist ja furchtbar. Wissen Sie was? Wir haben einen Auftrag für Sie, Neuhauser. Ja. Also, sie geht und holt sich noch einmal dieses Grasser-Outfit, ja, und versucht an diese Unterlagen zu kommen. Wo sind die jetzt noch einmal, Seifenstein? In Liechtenstein, Majestät. In Liechtenstein. Oh. Ja? Mhm. Also, Sie holt sich dieses Outfit, das sie gehabt hat, als er sich als Grasser verkleidet hat, fort nach Liechtenstein, sagt, gibt's her die Unterlagen, wir nehmen es selber, ne? Gute Idee, ja. Und bringen sie uns an den Hof, ne? Aber gern, Euer Majestät, ja. Falls das nicht funktionieren sollte, Seifenstein, sicherheitshalber die Primärwaffe. Befehl, Majestät, vormärz. Also. Oh, Euer Majestät, Sie kann ja mit Schrotflinten umgehen, das haben wir ja gesehen. Ja, vielen Dank. Wenn die Liechtensteiner draufkommen sollten, dass sie nicht er ist, ne? Mit einer Schrotflinte kann eine Frau locker Liechtenstein erobern, oder? Gewiss, Majestät. Da reicht eine Frau mit einer Schrotflinte. Also, Neuhauser, wir zählen auf Sie. Sie darf sich zurückziehen, aber sie muss auch einmal ein bisschen brav sein, gell? Ich werde mich bemühen, Euer Majestät. Darf ich dieses Glas hier bei Ihnen? Wir bestehen darauf. Wiederschauen. Ja, so muss ein Körper sein, zeigt die Kleine und gemein.